Noch mal von vorne. Yahoo! Ja, das sind eine von den Aspekte, die mich an Mario immer gestört haben. Er kann keine direkte Kehrtwendung machen. Wenn wir jetzt so nach vorne laufen und dann wieder so zurücklaufen. Ab und zu macht es, aber dann, wenn es mal so ein klein wenig, dann macht er sofort so ein Auslaufmanöver, dass er vielleicht mal so, keine Ahnung, 10 Meter außen rumläuft am einzelnen Block. Also ist mir in meiner Kindheit, naja, etwas zu Last gefallen, weil das einfach lästig ist eben. Nein, wir wollen nicht, wir wollen nicht, wir wollen nicht. Jetzt ist es übrigens auch wieder Peach, wie man schon sehen kann. Ja, das kann man die ganze Zeit machen. Aber wir wollen ja mal nicht so sein. So, ich muss noch kurz überlegen, wo die 8. Münze war. Wir lassen uns jetzt hier mal ganz gemütlich Zeit, um den Schalter dann zu reaktivieren. Das wieder so zu machen wie vorher. Und ich denke, dass wir es dann auch so machen werden, dass wir hier ganz gemütlich rüber spazieren. Alles mit kompletter Ruhe und vor allem ruhigen Händen angehen. Und diesmal drehe ich mir auch die Kamera jedes Mal so, wie ich sie gerne haben möchte. So, ich denke, das müsste fürs erste Münze 3 von 3 sein, also wir haben, denke ich, noch keine übersehen. Hier könnte ich höchstens theoretisch versuchen... Oh, okay, wir hätten eine übersehen. Ich werde das jetzt einfach mal versuchen, weil Versuche haben wir ja natürlich genügend. Nein, Mario, nicht so, sondern so. Damit sparen wir uns ein wenig Weg. Und eine rote Münze. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob man hier auch wieder so zurück kann. Aber wie gesagt, ich kann sie ja mal versuchen. Diesmal haben wir jetzt auch wirklich alle. Ich denke oder ich glaube mich daran erinnern zu können, wo dann die 8 roten Münzen, also der Stern, abzuholen war. Aber so 100% sicher bin ich mir nicht mehr. So, mal kurz die Nervensägen aus dem Weg räumen. Die können übrigens nicht einfach so von der Karte fallen, sondern die laufen einfach nur doof dagegen. Toll gemacht, Mario! Ich springe einmal normal. Nein, er rutscht von der Kante. Und mag es auch noch so unscheinbar sein. Genauso wie er sich den Hintern etwas stößt, was gar nicht da ist. Das finde ich ja immerhin das Beste überhaupt. Oder dass er so von der Flamme überhaupt nichts spürt, wenn sie ihm direkt im Nacken sitzt, aber wenn er es aufs Gesicht bekommt, dann merkt er es natürlich sofort. Einfach ein sehr, 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 sehr,
sehr seltsamer Klempner. Komischerweise immer so springt, dass er die rechte Hand nach vorne gibt und die andere nach hinten. So, dann können wir hier noch ein paar Leben sammeln. Ich denke jetzt nicht, dass wir sie... verdammt. Dass wir sie brauchen werden, aber... Man weiß ja nie, was für ein Scheiß ich wieder in der Geisterwelt anstellen könnte. Da gäbe es so viele Möglichkeiten. Aber im Normalfall zum Beispiel kann man sich nicht durch Falltod töten, sondern eben nur durch das Standardprozedere. Und schon wieder haben wir den suizidgefährdeten Mario. Diesmal machen wir es nämlich folgendermaßen. Danke und tschüss. Denn wir können hier zum Glück jederzeit zurück und von hier dann wieder mit ein klein wenig Glück. Mario! Ich drücke nach vorne. Nein, er geht nach links. Ich stoppe kurz. Ich drücke wieder nach vorne. Nein, er geht nach links. Er muss das auslaufen. Er kann sich nicht an der Stelle drehen. Das ist zu anstrengend. Lieber gleich mal, keine Ahnung, 2 Kilometer mehr laufen, bevor man sich richtig entscheidet. Ich glaube, unser Mario ist einfach nur orientierungslos. Ja, was haben wir sonst noch so für Trivia aus der Serie? Ja, es war so, es gab immer eine... Also eine weibliche bei den Koopalings, wie sie damals geheißen haben. Und, die wollte natürlich immer alles haben und ihr Vater, weil sie so ein nervtötender... Sollte nämlich ungefähr Teenager-Alter sein, oder? Hat natürlich jeden Wunsch erfüllt, weil sie hat so lange jemanden genervt, bis sie es auch bekommen hat. So, fahren wir noch eine extra Runde in so einem Riesenrad. Ja, gut, Riesen vielleicht nicht gerade. Okay, dann wollen wir uns das Leben eben nicht. Ja, und dann gibt es noch einen verrückten Wissenschaftler namens Cookie und ja, die anderen sind auch alle ein wenig verrückt. Jeder auf seine spezielle Art und Weise. So, dann machen wir es so wie vor hin. Das ist jetzt erst diesen Weg. Mario, mach jetzt nichts Falsches, sonst du bist derjenige, der dran leidet. Okay, auch einer zu sehr. Ich nicht. Ja, Mario, genau das meine ich. Inkompetenter. Möchte gern Klempner. Ja, und in der Serie sind dann auch einmal die Eltern von Mario und Luigi vorgekommen. Aber nur in Form von, ja, sagen wir jetzt mal, unter Anführungszeichen in so göttlicher Form. Also, wo man zum Beispiel nur eine einzelne Hand sieht oder einen einzelnen Körperteil. Ach, hier bist du. Ja, bleib stehen! Bleib stehen, verdammt. Lässiges Vieh. So, okay.
Mario, ich warne dich. Laufe, wie ich es dir sage. Ich sagte, wie ich es dir sage, nicht anders. Ja, Mario, das machst du gut. Okay. Ich hoffe mal, der Vollidiot hat es endlich begriffen. Deshalb werden wir uns jetzt hier auch langsam hochangeln. Und ich bin mir hier nicht sicher, aber ich denke, die letzte war die nicht hier oben irgendwo, vielleicht hinter. Nee. Dann sehen wir uns mal kurz, was hier steht bei der Warp-Pipe an. Mario, it's Peach. Please be careful. Bowser is so wicked. He will try to burn... ja. Steuerungshinweise. Okay, und die letzte war hier oben. Ich weiß schon. Ich weiß auch, wie man da hinkommt. Wir müssen nämlich erstmal versuchen, hier nicht runterzufallen. Dann können wir es entweder von hier aus... Oder nee, ich denke, es geht sogar nur von hier aus... hoch. Ja, Mario. Ich denke, so langsam wird das dann heute nur die Aufnahme, also jetzt zumindest mal nur die Aufnahme des Bowser-Levels, und dann muss ich das irgendwann später machen, weil wir jetzt hier so extrem viel Scheiße von Mario geliefert bekommen, weil er einfach seine komplette Inkompetenz unter Beweis stellen muss und will. Genau deshalb... Nein, Mario, du willst es nicht schon wieder Suizid begehen. So. Das Ganze geht nämlich auch wie folgt bei diesem... Also bei dieser letzten roten Münze gibt es zwei Möglichkeiten, die zu erreichen. Wie erreicht man die folgender Autschmaßen? Verpiss dich. Also folgendermaßen. Entweder man springt so mit Weitsprung von Ding, also von... Unbedingt eine Plattform ist es ja nicht, aber es soll sowas darstellen, also von Plattform zu Plattform. Oder die andere Möglichkeit ist von dem Vektor. So. Andere Möglichkeit ist folgende. Man hat, ja, also ihr habt sicher schon bemerkt, man hat ja die Möglichkeit, dass man diese Plattformen, diese dort kippt, und die kann man so kippen, dass sie ja entsprechend hoch sind. Und ich denke, genau hier liegt die Pointe, und ich drücke auf den Schlagenknopf und kommen dabei gleichzeitig am Sprungknopf an. Ich weiß auch nicht wieso. Ah Gott. Ich denke, ich habe heute irgendwie, ich weiß nicht wieso, einfach keinen Bock drauf, Marios Dummheiten mitzuerleben. Denn hier, er versucht zwischen einem Block und einem anderen festen Gegenstand durchzufallen, wo nicht mal irgendwas durchpasst, nicht mal eine Münze. Super, unser Mario ist extrem suizidgefährdet, da müsste man eigentlich eine Zwangsjacke anziehen.
sämtlichen spitzen, warmen oder generell von jeglichen Gegenständen fernhalten. So, wir können jetzt hier mal, keine Ahnung, x-zig Leben sammeln. Ich habe mal einfach, weil ich es versuchen wollte, beim richtigen Spiel... Entschuldigung. Oh Gott. Habe ich mal versucht, ja, ein paar Leben zu sammeln und habe letztendlich so lange mich gespielt, bis ich 99 Leben hatte. Was dann auch die Maximalzahl ist. Das bedeutet, man hat insgesamt 100 Leben. Im Normalfall, die kann man alle nicht wirklich, also die kann man nicht wirklich alle anbringen. Da müsste man in jeder Welt mindestens einmal sterben. Oder vielleicht sogar fast bei jedem Stern. So, Mario, du machst das jetzt bitte ordentlich. Ja, genau, so ordentlich. Ja. Wir stellen uns wieder hier in diese Ecke. Nehmen eine Münze mit und die Route. So, zwei Münzen fehlen uns. Ja, ihr wisst.